Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Show Problems. Kommt schön, dass du dabei bist. Heute mal nur meine Hände und zwei Tools zu sehen. Und das sind Schlüsselanhänger-Tools. Und die mag ich dir vorstellen und mag ganz kurz mit dir über das Problem und über das Gute und Schlechte bei diesen Dingen sprechen. Fangen wir mal mit dem hier an. Also die Idee bei diesem Tool hier ist, das kann man sich auch auf den Schlüsselanhänger ergeben, dass man da ein paar Bits mit hat. Die werden da seitlich eingebaut. Du siehst da jetzt die Löcher. Ich habe jetzt die Bits in der Hand. Und das ist meine Taschenlampe dabei. Die ist hier hinten. Und da kann man angeblich, ich meine, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, irgendwelche Gasflaschen damit auf- oder zudrehen. Da natürlich unser Sechskant, ein großer und ein kleiner. In den hier kann man den Bithalter einführen, sozusagen. Oder hier an der Stelle, dass man entweder gerade drehen kann oder eben so seitlich versetzt. Ja, das ist manchmal wirklich sehr, sehr angenehm, soll so sein. Gut, und der Kapselheber ist da. Da schau ich an der Stelle, ist dann noch so ein Kapselheber drauf, also Flaschenöffner. Naja gut, insgesamt ist diese Idee ja nicht schlecht und das hier ist natürlich ein günstiger Nachbau aus China, wobei der Hersteller, ich glaube CRKT ist der Originalhersteller, mit einem sehr, sehr ähnlichen Produkt, ich würde fast sagen, dass das gleich ist. Ja, ich weiß nicht, wo das produziert wird. Und das hier zum Beispiel, ja, da kann ich gleich einmal eines dazu sagen, wenn du dir so etwas zulegen willst, weil mich Leute auch immer wieder fragen, was ich von den Sachen halte. Also das Problem ist jetzt das, wenn das am Schlüsselanhänger hängt, ja, und es passiert das hier. Und immer wieder, upsie, ja, hat man schon gesehen, es fällt einmal der Schlüssel runter, dann hast du diese ganzen kleinen Teilchen hier, ja, genau, überall verstreut und musst sie wieder aufsammeln. Was ich als Nachteil empfinde. Und der zweite Punkt, und da komme ich jetzt ein bisschen näher zu dir ran. Also, komm, Kamera, schau mal her. Der Bit, ja, ich habe da gearbeitet damit schon einigermaßen und den kannst du dann bald einmal abhaken. Der kommt da oben rein. Das passt, das ist super. Nur, weißt du, dieser Bithalter hier, der ist ganz speziell gemacht für ja, diese Aufnehmung hier. Und das Problem ist, damit diese Teile hier halten, sind da so kleine Kugeldinger eingebaut. Ja, siehst du da, da an der Stelle und auch hier siehst du da, da sind so Kugeldinger eingebaut, damit das hält einerseits im Bithalter und andererseits auch hier in der Aufnahme. Das heißt, du kannst das nicht einmal auswechseln, du kannst nicht einmal sagen, hurra, wenn die kaputt sind oder abgenudelt sind. Es ist halt echt ein Nachteil. Und wie gesagt, also für einen Schlüsselanhänger ist das meiner Meinung nach nicht geeignet. Sonst aber ein liebes Tool, wenn du auf so etwas stehst. Wie gesagt, ich habe es schon einiger Zeit jetzt im Einsatz und finde es grundsätzlich nicht schlecht, aber ein Leatherman zum Beispiel, wenn ich jetzt mobil unterwegs bin, ja, wäre für mich die liebere Variante. Gut, und dann gibt es auch so ein Teil hier und ja, das ist auch ein Multitool und da steht jetzt drauf 20 in einem. 20 in einem, das klingt schon einmal so irre. Auch das ist eigentlich für den Schlüsselanhänger gedacht. Ich gebe jetzt mal den Karabiner runter. Link zu den Produkten, beiden findest du ohnehin und schau dir das an, wenn dich das interessiert. Da ist jetzt da auch ein Flaschenheber, wenn man diesen Karabiner aufmacht, da den Karabiner aufmacht, dann hat man da einen Flaschenöffner. Dann gibt es hier unterschiedliche Sechskanter, die hier bedient werden können. Ich zeige dir das dann noch im Detail. Da drinnen ist eine Klinge, die hat auch ein Problem, da reden wir dann nachher gleich drüber. Und da hat man so einen rotierenden, ja, schlag mich tot, ich kann, weiß nicht wie das heißt, ja, ja, na, du hast Schraubenzieher halt drauf, ne? Das erinnert mich an dieses Teil hier. Und wenn du das anschaust, das ist in klein und in groß, das hier ist von meiner Victorinox Card, ja, die ist leider kaputt worden, aber das habe ich mal aufgehoben. Die kann man auf der Seite reinstecken, Link zu dem Produkt von der Victorinox Card, die wirklich brauchbar ist, gebe ich da auch unten. Und ja, da kann man das hier zum Beispiel, ist das von der Seite und das schaut im Endeffekt genauso aus. Ja, dann ist da halt ein Kabel, ein Isolierer dabei und soll so sein. Dann auch hier Sechskantöffner, dann da, weiß nicht, wofür man das braucht. Ja, Spoke, ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich gebe es zu, ich weiß es nicht. Dann da eben, dass man einen Nagel rausziehen kann oder irgendetwas aufmachen kann, weil halbwegs stabil ist es, wobei ich würde das Ganze jetzt nicht wirklich zum Schlagen von irgendwas verwenden. Da ist eine Feile bzw. ein Schärfgerät drauf, was bei dem hier so lala funktioniert. Und ja, mag ich da auch einmal im Detail zeigen, da komme ich jetzt auch näher zu dir her. Schau, so sieht das ganze Teil im Detail aus, dann hat da unten noch in Inch eine Skala, also für uns leider unbrauchbar, aber das soll so sein
Und das ist die Idee von diesem Tool hier. Das Problem ist, diese Klinge hier, die ist ja recht lieb und nett, aber wenn du da mit Messer oder irgendwas arbeitest, dann siehst du, da ist ja ein kleiner Spalt da drinnen, genau da ist der Spalt drinnen. Hurra! Und immer wenn man da die Schnur durchzieht und anziehen will, dann hängt sich das da auf der Seite ein. Also ich finde das fürchterlich. Also ich muss echt sagen, ich finde das fürchterlich. Wenn du so ein Teil hast und sagst, du liebst das aber, dann ist total okay für mich. Ich persönlich bin davon nicht allzu sehr angetan. Dann natürlich die Frage, nehme ich mir das Original oder nehme ich mir den Nachbau? Und wenn ich mir jetzt den Nachbau da so anschaue, wenn wir da jetzt so herschauen, da sind die Schrauben dann teilweise nicht so tolle verarbeitet. Das muss man einfach einmal so festhalten. Und das ist beim Nachbau einfach der Fall. Ich weiß nicht, wie lange also das Licht, ja, ob das wirklich so lange hält und ob das auch so stabil ist, ich kann es nicht sagen. Man sieht halt bei die einzelnen Verarbeitungsschritte sind natürlich ein bisschen schlechter und ein bisschen schwächer als beim Original, aber das ist halt so. Und auch bei dem Tool hier, das ist ja im Endeffekt auch ein Nachbau, den es tausendfach auf Amazon und Alibaba, also AliExpress und Gearbest und Wish und wie sie alle heißen, gibt. Auch da ist es jetzt zum Beispiel so, wenn man da jetzt reinschaut, da in diesem Bereich, das, schau mal her, ich hoffe, man sieht das gut, schau mal. Das fängt innerhalb kürzester Zeit ins Wackeln an. Okay, jetzt kann man da wieder nachziehen, das ist okay. Aber das muss ich andauernd tun, das muss ich wirklich andauernd tun. Nämlich von beiden Seiten anziehen und andauernd geht das auf. Und ich habe das Gefühl, speziell wenn das auf einen Schlüsselanhänger draufhängt, ja, stelle ich mir jetzt so vor, das schlägt die ganze Zeit auf, dass die Schraube hier ganz einfach mit der Zeit locker, die Schraube mit der Zeit ganz einfach locker wird und dann fällt dir das vielleicht genau dann raus, wenn du das eben nicht brauchst. Lange Rede, kurzer Sinn, also wenn du glaubst, du brauchst mobil irgendwelche, ein kleines Werkzeug, ja, dann check dir sowas. Ich weiß, dass ein Leatherman oder das ist ein Ganzo natürlich deutlich schwerer sind, aber wenn ich jetzt zum Beispiel vom Ganzo hernehme, da ist auch so ein Bitset dabei und das ist deutlich stabiler, ja, als das, was hier eingebaut ist. Und der nächste Punkt ist, wenn der Bit hier kaputt ist und ich sage, ich möchte einen anderen, ja, dann nehme ich halt einen Standard-Bit, den ich mir im Werkzeughandel kaufen kann oder wo auch immer und bin damit zufrieden. Und das ist bei diesen Geschichten hier ähnlich, wobei man halt dazu sagen muss, Leatherman hat ja eine proprietäre Lösung, also eine eigene Lösung gebaut. Da muss man auch immer das Zeug von innen kaufen, aber das hält auch deutlich länger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Wave denke, ist ganz einfach eine andere Geschichte. Also ja, lieb und nettes Spielzeug, aber sicherlich nicht die oberste Priorität. Gut, das war's an der Stelle. Ich mag dir mal Daumen nach oben bitten, ein paar Kommentare, wie du das siehst. Link zu den Produkten, die ich dir da gezeigt habe, findest du unten, wenn du dich dafür interessierst. Ich sage danke fürs Dabeisein, dein René Russ und bis bald. Ciao.